Lass jetzt ein Like da in den nächsten 5 Sekunden oder diese eklige große Vogelspinne wird morgen früh, wenn du aufstehst, mitten auf dein Gesicht sein. Und deswegen riskiere nichts und like auf jeden Fall das Video, denn ansonsten wird diese Vogelspinne auf deinem Gesicht sein. Und wenn du diesen Kanal hier, Avis, noch nicht abonniert hast und noch nicht die Glocke aktiviert hast, dann hol das schnell nach, denn ansonsten wirst du niemals OG-Skins haben. Abonnieren und Glocke aktivieren, jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir schrauben jetzt einfach die 3D-Auflösung komplett runter, drücken auf diese geheime Sache und jetzt Leute nur noch auf Anwenden drücken und nein. Oh mein Gott. Als ob. Ey, das muss gefixt werden. Oh mein Gott, nein. Leute, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Oh mein Gott. Wenn ihr das sehen würdet. Oh mein Gott, nein. Ganz kurz bevor das Video losgeht, bitte nehmt euch die 5 Sekunden Zeit, denn Leute, ich möchte diesen Iconic Skin Account an euch verlosen. Und zwar, wenn ich die 30.000 Follower bei Instagram knacke, gebe ich einen von euch diesen Iconic Skin Account und der Gewinner wird in meiner Instagram Story preisgegeben. Der Instagram Name steht über den Kopf vom Iconic Skin, einfach dort folgen und ansonsten einfach meinen Supporter Creator Code YouTube-Avis in den Item Shop eintragen und schon könnt ihr diesen Iconic Skin Account gewinnen. Wie gesagt, bei 30.000 Follower auf Instagram wird ihn einer von euch bekommen. Viel Spaß jetzt mit dem Video und let's go. Du auf so einen OG Account spielen möchtest, dann lasse jetzt einfach ein Abo da, aktiviere die Glocke, das bedeutet neben den Abonnierenzeichen die Glocke aktivieren, like dieses Video, schau das Video unbedingt bis zum Ende und ansonsten kommentiere einfach so oft du willst deinen Epic Games Namen oder deinen Instagram Namen. Desto öfter du kommentierst, desto höher ist die Chance, dass du gewinnst und ich werde einmal im Monat den Gewinner in meiner Instagram Story zeigen. Das bedeutet, wenn du Lust hast, nehme jetzt dran teil, abonnieren, liken, Glocke aktivieren. Ganz entspannt, so oft du willst deinen Epic Games Namen kommentieren. Du darfst wirklich so oft du willst kommentieren. Und einmal im Monat werde ich auf meinen Instagram Namen, den du hier eingeblendet siehst, den Gewinner preisgeben, der auf diesen Account spielt. Deswegen, wenn du Bock hast, mach das gerne mit. Es lohnt sich für dich. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und wenn du ein kostenloses Geschenk haben möchtest von mir, dann schau das Video einfach bis zum Ende in. Denn im Video drin werde ich 3 Zahlen verstecken. Wenn du mir diese 3 Zahlen auf den eingeblendeten Instagram Account avisyt ganz einfach schreibst und ganz easy und einfach den Kanal hier abonnierst, die Glocke aktivierst und mir auf Instagram folgst, kannst du die glückliche Person sein, die ich jede Woche in meine Instagram-Story mit einem Beweis beschenke. Deswegen schau das Video unbedingt bis zum Ende, achte auf die Zahlen und jetzt viel Spaß. Und nochmal ganz fettes Dankeschön an den lieben Dustin. Dankeschön, dass du meinen Supporter-Creator-Code YouTube-Avis eingetragen hast. Das Ganze würde mich mega freuen, wenn du das auch machen würdest, falls du das gerade hörst. Und zwar gibt es für dich, Dustin, jetzt erstmal die richtig krasse neue Tarnung für die Waffe, die du dir gewünscht hast. Du könntest dir natürlich auch die 2000 V-Bucks gewünscht, was ich dir gesagt habe. Allerdings wolltest du das nicht. Und wir scrollen jetzt einfach mal runter und schenken den lieben Dustin die ganze Tarnung. Ich hoffe auf jeden Fall, du freust dich darüber. Und so, wo bist du denn? Du hattest ja einen etwas schwierigeren Namen. Hier warst du. Okay. Viel Spaß mit der neuen Tarnung. Danke, dass du mich supportest mit YouTube. Kuss. Leute, wie gesagt, wenn ihr auch mal ein gratis, irgendwas gratis aus dem Shop haben wollt, einfach YouTube-Avis in den Itemshop eintragen und schon könnt ihr, wie gesagt, kostenlos was bekommen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, Leute. Und ansonsten jetzt noch viel Spaß mit dem Video und let's. Was geht ab, meine Avis-Freunde, aus dem heutigen Video, wie ihr bereits sehen könnt, spielen wir mal mit den schlechtesten Einstellungen in ganz Fortnite. In diesem Video werden wir mal euch zusammen, beziehungsweise werde ich euch zeigen, wie diese ganzen Einstellungen in Fortnite in-game aussehen, wie die in den Spind aussehen, das bedeutet, wie die einzelnen Skins mit diesem komischen Aussehen jetzt, also mit dem verpixelten Aussehen jetzt aussehen und am Ende noch ein 1 gegen 1 machen, beziehungsweise gegen andere Spieler spielen mit diesen komischen Grafikeinstellungen. Und ihr seht, alles ist pixelig, man denkt, man wäre in Minecraft oder so. Und ihr seht schon, okay, das ist hier gleich geblieben, aber ich will auch nicht zu viel spoilern. Ich sage euch einfach nur, was hier in diesem Video passiert, ist zu krank. Schaut das Video unbedingt bis zum Ende und jetzt viel Spaß mit dem Video. 2 Stunden später. Wir sind jetzt hier ganz normal in Fortnite drinne und wie ihr bereits sehen könnt, sind die Grafikeinstellungen einfach unglaublich hoch und zwar habe ich die höchstmöglichen, wirklich die höchstmöglichen Einstellungen, die man in Fortnite haben kann und das auch noch auf dem PC reingemacht, Leute, und ihr seht, es sieht alles unglaublich krass aus. Achtet einfach mal auf die einzelnen Texturen, beispielsweise Renegade Raider. Es sieht einfach nicht mehr so gezeichnet bzw. verpixelt aus, sondern es ist wirklich so, so krass. Ich zum Beispiel habe mit diesen Einstellungen in Fortnite gerade mal vielleicht 50 bis 60 FPS, Leute. Ihr seht sogar schon im Spin so knapp 100.
hat. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, denn Leute, heute im Video werde ich, wie ich bereits im Pre-Intro gesagt habe, die niedrigsten, wirklich die niedrigsten Einstellungen, die in ganz Fortnite sind, euch zeigen. Und ihr seht schon, ich habe alles auf nah bzw. aus eingestellt, auf niedrig eingestellt. Die Bildfrequenz anzeigen lassen wir natürlich an, um zu sehen, wie hoch unsere FPS gehen. Und ansonsten machen wir die Auflösung. Statt auf Full HD, ich zeige euch das mit Full HD, so sehen normalerweise bei mir die Sachen aus. Wir haben jetzt hier einen kurzen Lag, das ist ganz normal. So sehen die Sachen ganz normal aus, wie immer in den Videos, eigentlich ganz schnieke, hat man auch genug FPS mit, aber wir werden heute das Ganze runterschrauben auf 25% und ich sage euch wirklich, was jetzt passiert, ist zu krass, und zwar werde ich das Ganze in 3, 2, 1 aktivieren und ja, man denkt, wir sind in Minecraft, Leute. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit ein paar Skins, die ich euch zeigen wollte und what the fuck, Leute, was, was, guckt euch das mal an. Diese Skins sind einfach sowas von verpixelt. Leute, guckt euch das mal an, jetzt no joke, jetzt so. Jetzt no joke, guckt euch das an, man erkennt einfach was gar nichts. Guck mal, man erkennt das Gesicht so in 5 Pixeln, das Auge ist so irgendwie rübergeschoben. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, in-game werden wir es gleich noch viel krasser sehen. Ich würde sagen, wir schnappen uns einen Skin, wie gesagt, das sieht schon mega krass aus. Jetzt, was mich noch interessiert, ist die Spitz. Oh mein Gott, Leute, guckt euch die Renegade Raider Spitzhacke an. Das sieht so aus, als hättest du einen 5-Cluster gemalt. Einfach hier ein bisschen rot, hier ein bisschen braun für den Strich. Hier ein bisschen was drum malen, hier so ein paar Dinger so. Zack, zack, zack. Leute, ist auf jeden Fall mega lustig. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt mal das Ganze eingepackt. Guck mal, Leute, nicht mal diese Effekte hier. Seht ihr das? Nicht mal die Effekte. Leute, ich muss einfach in-game gehen. Wir sehen uns gleich wieder, Leute, wenn wir in der Runde Solo sind. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. 5 hours later. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber, Leute, wir sind jetzt hier in-game und das ist die ganz normale Fortnite-Map. Kein Mod, kein gar nichts. Einfach mit den schlechtesten Einstellungen. Man erkennt einfach so gut wie gar nichts. Ich muss sagen, der Battle Boost ist auf jeden Fall noch ganz schön. Ich würde sagen, wir landen hier einfach mal in Salty. Und ihr könnt auch schon sehen, es läuft tatsächlich gar nicht so flüssig, da das einfach wirklich so viel Leistung braucht, um das Ganze so schlecht anzuzeigen. Da einfach der Computer, glaube ich, nicht darauf eingestellt ist, Leute. Ihr seht das schon. Man erkennt nichts, Leute. Guckt euch mal an, wie groß diese Flammen auch am Fuß sind. Das ist unglaublich. Und, oh mein Gott. Leute, wenn wir es schaffen, wirklich damit einen Kill zu holen, wäre ich schon anders zufrieden. Guckt euch das mal an. Ich will mal gleich sehen, wie die Waffen auf dem Boden und so aussehen. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, okay Leute, es laggt sogar ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade merkt, aber ich denke, das sollte auf jeden Fall gleich weggehen. Oh mein Gott, Leute, warum sind das so 6? Wir haben übrigens hier noch den geheimen Trick aus dem letzten Video. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dort habe ich den geheimen Trick vorgestellt, wie man das Ganze nun mal eben so sehen kann, also die Kisten durch der Wand sehen kann, deswegen weiß ich, dass da unten zum Beispiel eine Chest ist, habe ich jetzt zum Beispiel nicht gehört. Und was ich euch auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass man damit irgendwie gar nicht so gut spielen kann, ehrlich gesagt. So, und es laggt sogar tatsächlich damit ein wenig. So, hier oben ist eine Kiste. Nehmen wir uns auf jeden Fall mal ganz kurz mit. So, ist natürlich alles erlaubt hier, was wir machen, Freunde. So, wir gönnen uns jetzt noch kurz ein Mini. Ich glaube, ich habe den einen sogar daneben geworfen, den einen Pack oder das eine Pack. So, man muss allerdings sagen, dass unten die Lebensanzeige und die Waffenanzeige ganz normal sind, also auf HD. Und hier ist ein Gegner. Okay. Okay, Leute, ich glaube, ohne diese Einstellung, dass ich sehen kann, wo die Gegner sind, durch den geheimen Trick, den ich euch, wie gesagt, gestern gezeigt habe, das Video gibt es auch in der Videobeschreibung, wäre es überhaupt gar nicht möglich, dass ich hier überhaupt irgendwas sehe, Leute. Oh mein Gott. Es ist so schlimm. Komm, den challengen wir jetzt, Leute. Oh mein Gott, hier ist er. Ich höre ihn doch. Der ist hier doch irgendwo. Man kann gar nicht spielen, Leute, ehrlich nicht. Aber den hole ich mir. Komm, wo bist du? Du bist hier irgendwo, das weiß ich doch. Und hier machen wir mal ganz schnell die Sounds mal ein bisschen lauter. Hier hat er gebaut. Oh mein Gott, nein. Man erkennt doch nichts. Man erkennt doch nichts. Was soll man denn machen? Es laggt und man erkennt nichts. Leute, guckt euch das an. Alles ist verpixelt. Man kann sogar auch kein Fortnite spielen. Außer natürlich der Name. Wow. Was zum Teufel, ihr seht es hier nochmal, Leute, es ist kein verbotener Mod oder so, jetzt sind einfach die Einstellungen komplett auf niedrig. Sogar niedrig, das normale ist weniger, wenn man es runterstellt, ist nicht mal mehr niedrig, das existiert gar nicht wirklich, ist das. Guckt euch das mal an, wie kann man so spielen, wie kann man so spielen? Okay, für ihn ist natürlich jetzt nicht diese Anzeige, aber schaut euch das mal an, guck mal den Granatenwerfer, das, oder die Granaten, das ist ein Pixel.
Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, wir werden jetzt noch das Basicste machen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden jetzt, glaube ich, mal ein 1 gegen 1 machen, Leute. Gegen jemanden, der normalerweise jetzt nicht böse und nicht der Beste ist. Aber ich werde mal gucken, ob ich mit den Einstellungen überhaupt eine Chance gegen irgendwen habe. Und keine Ahnung, Leute. Wenn er wirklich gewinnt, werden wir auch gleich noch eine richtig krasse Reaktion sehen, weil er eigentlich noch nie gegen mich gewonnen hat. Deswegen würde ich sagen, lade ich die Person jetzt ein und wir machen noch ein 1 gegen 1 mit den schlechtesten Einstellungen jetzt gegen einen relativ lustigen Typen. Und ich würde sagen, bis gleich, Leute. Und let's go. Kannst du dich hören, Bro? Was geht? Was geht? Alles klar bei dir? Was geht? Alles, 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 alles. Ja, gut bei dir. ja, alles auch bei dir, Bro. Was geht? Warum lachst du, Junge? What the fuck? Ja, ich habe heute irgendwie einen schlechten Tag und so. Und normalerweise, weißt du ja, ich zerfetze dich. Guck mal, du baust ja schon Double Ramp und so. Keine Ahnung, was bei dir abgeht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Bro, du sagst ja immer, komm, lass 1v1 machen. Aber ich habe hier momentan wenig Zeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass heute ein Tag sein könnte, wo du gegen mich gewinnst. Weil ich habe heute auch ein bisschen so das Gefühl, dass ich so einen kleinen Nachteil habe. Ja, keine Ahnung. Genau. Hast du auf jeden Fall Bock, dass ich kurz fetze? Ja, natürlich, oder so? Aber ich gewinne doch sowieso immer gegen dich. Ja, dann komm, lass uns mal eine Runde spielen. Ich sag dir gleich was, okay? Bro, aber heute normal spielen, ne? Kein Dach und so setzen. 2 Stunden später. Was für Grüßen, Junge? Was machst du, Junge? Stopp, Bro, stopp, 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 warte, stopp! Ja. Ja. Bleib mal stehen. Was, du bleib mal stehen, du hast 10 Wände hochgebaut. Oh mein Gott. Slapperst du, Junge? Was ich lügst du, Alter? Junge, was ein Lügen? Oh mein Gott, Digga. 80er. Ja, okay, stark. Nein, nee, Bobby Core ist ein schlechter, Digga. Junge, ich hab den OG Eon Skin, Digga, und spiel auf der PS4, Junge. Auf der PlayStation, Digga. Ja, ich spiel auf PC und das kannst du nicht machen. Weißt du, was ich meine? Junge, dem juckt dein Xbox Skin, Digga. Dein Xbox Skin ist mir ja, aber meiner ist mehr für. Easy Clap, Digga! Easy! Ja, natürlich, Digga, endlich mal gewonnen, Digga, gegen den größten Bot! Ja, das erste Mal. Ja, was halt mal dein Maul, Digga! Wie oft hab ich dich jetzt geklappt? Denk mal zurück, wie oft hab ich dich insgesamt jetzt schon geklappt? Guck mal, ne? Das Ding ist, ich geb jetzt mal zu, ne? Guck mal, weil. Ich hab ja, du siehst ja mein. Oh, yeah! Ich hab so kleine Schwächen jetzt gehabt. Du bist so blind, Alter, dass ich mal Brille komme. Zieh mal deine Renegade mit deiner Brille an, du Lappen. Was wolltest du sagen? Du bist eigentlich. Du gewinnst eigentlich immer, ne? Aber. Heute ist dein Tag. Das Ding ist. Ja, heute ist mein Babatag. Guck mal, ich Spitzhacke. Du weißt, am PC habe ich schlechte. Oh mein Gott, wie schön das ist. Du weißt, ich habe einen schlechten Tag gehabt. Also, ich habe vielleicht bis jetzt einen schlechten Tag gehabt wegen Einstellung. Aber ich sag mal, jetzt geht's wieder normal. Jetzt zeige ich dir mal, wie es geht, okay? Jetzt spiele ich mal wieder so, wie ich immer spiele, kann man sagen. Okay, mach mal, komm, mach mal auf den Lachs. Komm, ich zeige dir mal jetzt, wie wir normal spielen. Okay. Und dann. Toll, du bist ich immer eine Frage: dran. Bist du immer zu Hause geschlagen oder so, Digga? Oder bist du dumm? Warum? Ja, weil irgendwie, Bruder, gerade bist du am Sterben die ganze Zeit und mein OG Eon Skin, Bruder, der den. Das Ding ist, ich bin der allererste Wald auf der Welt, der diesen Skin hat. So weißt du. Junge, halt doch deine Fresse, Junge, wenn ich rede, Mann, Alter. Lass mich das mal zu Ende sprechen, du Kiddy, Alter. Schon so 8 Jahre alt bist du, Junge. Hör doch auf, Mann. Ja, jetzt fängt er wieder an, Mann. Ja, guck, guck. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ich hab auch noch ein bisschen die Schwierigkeiten, ich muss mich erst wieder. Ja, wo ist der Mann? Also ich weiß nicht. Ja, ich bin runtergefallen, Digga, ja. Okay, ich bin wieder. Oh. Spielst du zwar nicht? Spielst du nicht mit der geilen Einstellung, die ich in der letzten Video gezeigt hab? Junge, deine Einstellung war irgendwie, Alter, Junge, denkst du, ich spiel mal auf das Auto, Junge, du kleiner Hund. Ja, das kann jeder spielen, wo bist du überhaupt? Ja, nö, Digga, kann ich nicht. Klar kann das. Guck mal, wo ich bin. Guck mal, Digga, guck mal, oh, ich hab High Ground, Digga. Oh mein Gott, easy boy. Komm doch, oh, komm ey, doch, wenn du gut bist, Bro. Ey. Ey, ich will dir nur zeigen, wie ich ey, ey, yo, wow, 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 Alter. Ey, yo, hello, boys. Dann machen wir ey, Plan B. Ey, Mungle, ey, Mungle, ey, Mungle, ey, Mungle, ey, Mungle, ey, Mungle. Boah, das sind die Jahre. Komm mal runter, Junge. Was? Junge, Junge, wie? Guck mal, siehst du, wenn ich jetzt runterkomme, wirst du mich wieder kleppen. Das machst du immer. Du, was laberst du? Du machst es immer, Alter, weil du nur, weil du gut bist. Ich komm jetzt hoch. Ah, Ehre. Ja! Oh yeah, Digga! Oh yeah! Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das war's. Nee, Digga! Ja, wie immer. Nee! Bruder, halt die Fresse, Junge! Weißt du, ich komm in die Hose, Junge! Ja, du weißt, was macht das? Du verpiss dich mal von mir, Junge! Ja, chill mal, Bruder, ich muss dir was sagen. Ey, ich muss dir was sagen. Ja, was denn, Junge? Guck mal, wie hast du eigentlich gemacht, so, wenn du so gut bist?
Digga! Wie machst du das? Ja, nicht, Digga! Du solltest dich eher mal fragen, wie das war, warum du gerade jemanden überhaupt gewonnen hast. Ja, weil du ein PC-Schwuchtel bist, Alter! Du bist auch der, was du geschaut, du kleiner Hund! Ja, ja, doch, Digga! Ja, okay. Warte, ja, guck mal, ich will was sagen. Guck mal, du weißt noch, am PC kann man ja Grafikeinstellungen so hochstellen, so auf episch und so, ne? Lass ja, aber ich will so ein Babus-PC, Digga! So von Jobcenter A2, Digga, Anfänger, was willst du? Ich hab, ja. Ich hab mit den allerschlechtesten Einstellungen fast gewonnen, Digga. Und jetzt spiel ich einmal normale Einstellungen. Ich hab sogar einmal mit denen gewonnen gegen dich. Und jetzt spiel ich einmal normale Einstellungen und du wirst perfekt. Wieso? Weißt du, du wurdest perfekt. Ja, und Junge? Ey, Junge, du kleiner Bastard. Ist es okay, dass man dich in meinem Video hört, weil ich hab das zu testen. Ja, benutz es doch, du kleiner Hundesohn. Aber dafür muss ich noch einmal machen. Nein, Skaps, das machen wir gleich. Ist es okay, dass man dich hört? Ja, ne? Ist okay für den Test. Ja, natürlich, ja, das meine ich schon benutzen, du Bastard. Iromon. Ich weiß doch. Okay, komm. Jungs, nimm deine Beleidigung auf jeden Fall nicht ernst. Ich spiele jetzt noch auf jeden Fall gleich mit dir. Wie gesagt, für alle Leute, die das jetzt nochmal sehen wollen, es sieht einfach unnormal krass aus. Ey, nicht umbringen. Mal, guck mal, Leute, vom Weiten. Man erkennt dich, man denkt, es wäre eine Statue. Guckt euch das mal an, man denkt, es wäre eine Statue. Guckt euch mal an, mein Tanz. Man denkt, ich bin irgendwie so ein Wackelgummi. Guckt jetzt, man erkennt dich nicht. Du bist irgendwie unsichtbar oder so. Guck mal. Du bist unsichtbar, man erkennt dich gefühlt. Leute, erkennt man das? Schreibt in die Kommentare. Damn. Und Leute, wer bis hierhin geschaut hat, schreibt einfach mal so oft ihr könnt Ende und dahinter euren Epic Games Namen in die Kommentare. Die Leute, die am öftesten kommentieren, haben die höchste Chance mal von mit mir zu spielen, Leute. Und eventuell werde ich die Leute, die mit mir spielen, auch mal privat zu einem Custom Games einladen. Deswegen einfach Ende und dahinter den Epic Games Namen so oft ihr wollt reinschreiben. Einmal reicht, aber desto öfter, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr oben angezeigt werdet und gewinnt. Und ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Teilt das Video unbedingt mit euren Freunden. Wer unnummer korrekt von euch, denn vergesst nicht, Leute, Karma gönnt jedem, gönnt ihr mir einmal, kriegt ihr irgendwann im Leben doppelt zurück. Und wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke, lasst ein Like auf dem Video da. Oder halt ein Dislike, wenn ihr keine Angst vor Spinnen habt. Ich habe auf jeden Fall mega Angst vor Spinnen, deswegen ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Euer Vito. Tschüss. Ciao.